denn wir sind ja im Spiel um Platz 3 jetzt unterwegs. 5x4 Bars, ich gucke mal kurz auf die Zeit. Ja, ich glaube, wir können es ein bisschen ausreizen. Sollen wir, sagen wir mal... Ey, bei mir steht 12x4 im Finale. Nee, das ist ja Spiel um Platz 3 gerade. Aber okay. Machen wir 8x4. Das sollte zeitlich passen, damit wir noch ein langes Finale haben. Das kriegen wir alles hin. Okay, habt ihr abgemacht, wer anfängt? Okay, Notice fängt an. Ganz kurz, Jungs, guck mal, ihr könnt beide flowen. Seid ihr da mit einem Trap-Beat? Ich weiß, ich durfte eigentlich nicht, aber Trap-Beat? Trap? Nein? Ja? Nein? Von mir aus? Trap? Nur mit dem Zählen. Wenn ich jetzt, wann dann, oder? Nein, Justin, ja. Ey, guck mal, Justin, du bist Ligachef. Bro, du bist Ligachef. Sollen wir auf einem Trap-Beat freestylen, Leute? Habt ihr Bock drauf? Ey, my man, I see you. Auch Hip-Hop. It's still Hip-Hop. Come on, man. Ready? Yeah. Turok, what's that beat, boy? Yo, yeah. Ist in meinen Augen irrelevant. Ich komme dort zum Freestyle an und ich zerlege den Punk. Ey, ja, ich weiß, ich bin sehr redegewandt. 8x4 passt, denn der braucht ein Deodorant. Ah, ein Deodorant, das hätte ich gerne, dann spare ich Geld. Digga, du weißt ja Bescheid, gestern Abend noch in einem Hotel drinne gepennt. Du willst jetzt rausfliegen? Du weißt ganz genau, du machst heute Abend nur die Miesen. Keine Ahnung, was du da gerade gelabert hast. N-O-T-Y-Double-City, denn das wird sich anders für das Future auf Battle Rap Klassenfahrt. Ja, hey, du Spastiker, komm mal mit dem Double-Tim und mach dich platt. Sie dachten nur, what the fuck war denn das jetzt hier gerade? Kein Problem, diese Ho jetzt so zu bumsen. Ich will gar nicht so rappen, sonst hab ich Knoten in der Zunge. Aber keinen Bock auf diesen Shit, es ist nicht Notice. Jeder weiß, ich übertreff dich grad mit meinem Flow-Shit. Ich komm rein und weiß jetzt nur, dass ich dich überrunde. Wenn du so rappen könntest, hättest du Kitzler an der Zunge. So wie ich, nur zum Tiss, du bist wieder top gefickt. Holy shit, so wie es ist, fick auf jeden Polizist. Oh, du bist ein mieser Keck, was machst du hier? Musst du nicht auswendig lernen, wie man Houdini rappt? Ah, es ist der Eminem-Stand, kein Problem, weil ich komme und dich bange jetzt den. Ah. Der tut so, als würde ich gerne Eminem sein. Aber Eminem studiert gerade noch, kennst du kein Grime? Halt die Fresse, du weißt, ich habe dann auch wieder mal den besten Beweis. Es ist das No zu dem Tiss, den der Mann einfach gerade mal wieder in einem Battle zerreißt. Ah. Digga, du sagst, Alan, vielleicht kennst du kein Grime, aber du weißt, du kriegst hier Kopfschüsse, Kennedy-Style, erkenne die Lines, wird mitgemacht. Digga, wenn ich auf der Bühne bin, dann heißt es für die Schicht im Schacht. Ich komm, um dich hier gerade einfach zu begraben, geh lieber zu Diltili, da krieg ich das dreifache an Gage. Ey, deine Liga, die ist einfach ne Blamage, aber wir zwei machen hier gerade eigentlich Finale. Ah, Digga, ich geh nicht zu Diltili, warum solltest du? Gibt es da solche guten Freestyle-Turniers wie bei uns hier, Bro? Nein, ich glaube nicht, hier wird gerade abgerissen. Deswegen machen wir keinen Freestyle-Shit und brauchen keine plumpen Witze. Jeder weiß, Freestyle bin ich bester im Land. Du machst Battle-Turniere, komm mal bitte, battelt mich an. Dass ich auch zu deiner Liga komm, komm mach On-Beat. Ich sag nein, du bist Walking Dead wie ein Zombie. Ah, du weißt, du bist ein kleiner Schwanz. Ich lade dich ein, damit du das Preisgeld kriegst und dir eine Zahn-OP leisten kannst. Okay. Macht Lärm für dieses Battle um Platz 3. Ich glaube, das war ein bisschen was Besonderes. Finde ich cool. Papa TR, hau rein. Ja, eigentlich schade, dass es hier um Platz 3 geht. Oh, hallo Anna, hi. Ja, aber für mich hat Notice auch Platz 3 geholt. So, ja, man war zwar geil, aber zwischendurch auch die Double-Time-Parts. Boah, geil, Alter. Richtig geil, Junge. Das liebe ich an dir. Also deswegen Platz 3 für Notice, aber auch nochmal Shoutouts an Jaman für den Erfinder des Battle Raps. Ja, ich glaube, sobald man sich auf einen Trap-Beat geeinigt hat, hat Jaman, Notice das Ding gewonnen. Also... Das kannst du nicht gegen antreten bei so einem Double Time, so einem Clean Flow. Eindeutig Notice. Okay, dann macht bitte nochmal Lärm für Jaman, der heute den 4. Platz geholt hat von 16 Teilnehmern. Ich glaube, das ist schon eine krasse Leistung. Ja, wunderschön. Gewinner dieses Spiel um Platz 3 ist Notice. Ihr dürft Lärm machen jetzt natürlich für Notice. Yes.